bin im Wedding geboren und auch die ersten 6 Jahre dort aufgewachsen. Ich habe ja praktisch noch in den Trümmern gespielt. Also ich bin ja Baujahr 47 und das Nachbargrundstück, das war ein Trümmergrundstück. Und Wedding, also und das war an der Ramler Straße. Und dann bin ich mit meiner Mutter immer in Gesundbrunn, also in den Humboldthein-Garten. Und da ist ja auch noch ein alter Bunker. Also das hat mich natürlich auch immer fasziniert. Also im Grunde so zwischen Bunker und Millionenbrücke. Die fand ich auch toll. Die Millionenbrücke mit den vielen Millionen Schrauben. Das fand ich, hat mich immer beeindruckt, dieses Stahlteil. Ja, und wir sind dann vom Wedding sind wir dann nach Reinickendorf. Also meinen Eltern war das dann doch irgendwie ein bisschen zu viel Grau und wollten, dass ich im Grünen aufwachse. Also in Reinickendorf-Wittenau, direkt am Nordgraben. Also es war wirklich grün, grün, grün. Ach doch, das fand ich auch ganz schön. Ich meine, da war ja auch nicht alles. Also die Straße war aufgerissen, da haben sie gerade Kanalisation gemacht, da konnte man super buddeln. Mein Buddelplatz war hinten auch. Und es war da vorgelagert, war mal eine Villen, nee, Quatsch, eine Villengegend. Da war irgendwie na, auch so eine Laubenpiepergegend. Aber die war auch nicht so intakt. Da waren natürlich auch, da sind auch die Bomben reingeknallt. Also da war auch ganz viele Brachstellen. Also ich liebe ja bis heute noch Brachstellen, muss ich sagen. Gerade eben, weil ich ja auch den Hund habe, da kann man immer schön Gassi gehen. Das hat auch was Spannendes, wenn es nicht zu viel ist. Also ich meine, ich fand dann Wittenau fand ich dann eben auch ganz toll. Also man konnte dann, es war so ein Viereck, also ein riesengroßer Hof, also kein kleiner, man konnte das Haus gegenüber nicht mehr sehen. Da war ein kleiner See, da war eine Buddelkiste, da hatte ich meine Freunde, da war man auch, hatte man keine Autos, obwohl selbst in der Straße gab es gar kein Auto, bis auf den Arzt. Also, das war schon so eine Idylle. Man konnte da einfach prima spielen. Brennball zum Beispiel auf der Straße. Super Spaß gemacht. Also, ich denke, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also, wie sich das irgendwie so entwickelt hat. Darum ist, das war mir auch in der Biografie, eben auch ganz, in der Autobiografie, die ich geschrieben habe, eben ganz wichtig, dass diese Kindheit da auch irgendwie ein bisschen mit drin ist. Also das ist ja ein Zeitdokument. Da ist zum Beispiel ein Bild mit drin, wo ich Rollschuh laufe, dünne Beinchen in der Straße, kein Auto zu sehen. Meine Cousins zum Beispiel, die sind im Ostteil aufgewachsen. Also da war ja auch teilweise gähnende Leere. Also mich hat es immer damals schon ins Museum gezogen. Da konnten wir, die haben dann an der Singerstraße gelebt, dann konnten wir immer wunderbar zur Museumsinsel laufen. Das hat mich immer fasziniert, diese alten Bauten. Ich bin auch gerne in Museen auch schon ganz früh gegangen. Ich fand das war für mich immer so ein Ort der Stille, aber auch Meditation und Runterkommen. Ich konnte schon ganz, ganz früh, also wenn es mir ganz schlecht ging, dann bin ich ins Museum gegangen. Also ich bin ja im Westteil aufgewachsen. Ich bin dann, als ich Jugendliche war oder auch schon gearbeitet hatte, also ich war ja nicht gleich Malerin, ich war ja noch technische Zeichnerin vorher. Dann bin ich nach Dahlem gefahren. Das war für mich irgendwie eintauchen in eine fremde Welt. Also ich glaube, das hat mich schon damals irgendwie so fasziniert. So, das hat dann vielleicht auch dann später mit den vielen Reisen irgendwie so zu tun. Also ich habe ja mittlere Reife gemacht und da wusste ich auch gar nicht,
dass ich auch mit der mittleren Reife studieren kann. Und habe dann, ja, das ging dann wieder über meine Eltern. Also mein Vater war Ingenieur, meine Mutter technische Zeichnerin. Und dann habe ich, da dachte ich, oh, was machst du denn jetzt? Naja, dann bin ich technische Zeichnerin geworden. Und dann erster Tag Siemens, grauenhaft, dachte ich, das mache ich nicht mein Leben lang, auf gar keinen Fall. Und bin da 3 Jahre und habe in der Zeit habe ich meinen Mann kennengelernt, der war aber. Der war noch nicht fertig. Der hat Theologe und dann war auch irgendwann klar, wir wollten auch irgendwie heiraten. Aber dann ging das ja irgendwie nicht jetzt beide studieren oder so. Dann habe ich erst mal Siemens fertig gemacht, habe mir sogar noch mal einen neuen Job bei Schering gesucht. Und habe mich in den 2 Jahren Schering aber ganz konzentriert auf mein nächstes Leben irgendwie vorbereitet. Also habe alles, was ging, Aktzeichnen, Volkshochschule, alles durch. Ich hatte vor allen Dingen auch einen super Lehrer an der Volkshochschule, bei dem habe ich schon vorm Studium, bevor ich große Bilder gemalt habe, ich Siebdrucke gemacht. Und das hat mir einfach auch Spaß gemacht. Das war eine kleine Gruppe auch und der Lehrer war super. Und hat der mich gefördert und hat gesagt, gar kein Problem, das schaffst du. Wir gucken mit der Mappe, dass wir da irgendwie was Schönes zusammenstellen, auch mit den Aktzeichnungen, Siebdrucke, Zeichnungen. Und das hat dann auch gleich geklappt. Das war ja diese hochpolitische Zeit. Also ich habe ja angefangen 70 und das erste oder zweite Semester war gleich ein aktiver Streik. Dann habe ich erst mal gesessen, ach, dachte ich, oh mein Gott, jetzt hast du endlich die Möglichkeit zu studieren und jetzt gleich wieder Streik. Und ich habe dann ein Plakat entworfen und es wurde dann auch, das war gegen das Handgranatengesetz, das war ja damals alles Mögliche halt, Vietnamkrieg und wurde ja ständig war ja immer was los. Und das habe ich dann gemacht und wir haben dann schon in der Vorklasse haben wir uns so ein paar Leute zusammengetan und haben gedacht, was können wir eigentlich machen, zu wem gehen wir? Es waren ja auch teilweise sehr konservative Professoren, hatten wir da irgendwie nicht so eine Lust. Also Kuhn war ja, der war so gar nichts irgendwie. Aber er war freundlich und hat uns als Gruppe aufgenommen. Und dann wurden wir nicht so, so, waren wir nicht so zerrissen. Wir haben dann dieses Atelier, dann sind wir alles in dieses schwarze Atelier, haben das gestrichen, haben dann von der Hochschule, haben wir Geld bekommen oder Farbe bekommen und haben das dann selber gestrichen und sind dann da als Gruppe eingezogen. Bei Kuhn war ja, wie gesagt, alles easy, weil der hat uns machen lassen. Hat dann ab und zu mal die Nase reingesteckt und dann ist, wenn ein Modell war, umso besser. Dann ist er wieder abgezischt. Der hat dann sowieso in Paris immer gelebt. Und dann hatten wir uns ja, also er ist dann pensioniert worden und dann ist Hödicke an die Schule. Wir waren auch in unserer Klasse, wir wollten Hödicke. Ich finde ihn auch wirklich einen tollen Maler. Also, und das lief mit Hödicke super, super gut. Und irgendwann hat es geknallt. Irgendwann hat es geknallt. Also erst hat er gesagt, ja Mensch, du bist die Beste hier weit und breit. Und dann irgendwann sagte er mir, Mann, hör auf zu malen, werde Hausfrau. Und damit war dann wirklich, also das war für mich, da hatte ich die Meisterschülerprüfung schon bei ihm gemacht. Und wie gesagt, bis dahin war alles super und ich weiß nicht, was da gelaufen ist.
ob das jetzt MeToo oder ich war, also ich habe dann auch, ich habe den Kontakt, ich habe ihm dann, also ich war ja dann schon praktisch raus aus der HDK, das war so praktisch im letzten Semester. Und dann habe ich, das war dann, das Problem war, wo kriege ich die Unterschriften für die ganzen Stipendien her? Ich habe DAD, Piesmann, das habe ich alles über jemand anders dann mir reingeholt. Weil ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. Also nach dieser Geschichte, also wir haben dann irgendwann nach London, haben wir dann wieder auch miteinander geredet. Also ich habe ihm dann auch wieder die Hand gegeben. Das war dann, aber das war in dem Moment, war das sowas von brutal. Ich fühlte mich ja auch, also ich war fertig mit der HDK und dann war ich plötzlich, stand ich irgendwie ziemlich alleine da. Und dann, also ich war 78, 79, war ich in London. Dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich mich auch bald eben für das Pierce-One-Stipendium beworben. Und dann war ich 81, war ich schon in New York, also privat, und war schon im Pierce One, habe da auch mal nachgefragt, was ist denn mit meinem Stipendium? Wir wissen von nichts. Kam ich nach Hause, hatte ich die Befürwortung. Die wussten das schon, dass ich das gekriegt habe. Aber egal. Und dann bin ich, ja, und dann bin ich, da habe ich noch ein bisschen Urlaub gemacht in Mexiko und bin dann nach New York. Dann das Pierce-One-Stipendium. War das auch ein Jahr oder? Ich habe das ein halbes Jahr nur bekommen. Ich habe mir das mit einer anderen Künstlerin noch teilen müssen. Also weil die Berliner wollten unbedingt, dass die andere reinkommt und die New Yorker, die wollten, dass ich und da. Das war ja eine Zeit in New York. Also das Atelier, das war natürlich, das war ganz, also es war groß, das war schön groß und das war natürlich schon mal ganz, ganz toll. War das im PS1 direkt Im dann? Pierce One, ja. Und ich habe da auch gewohnt. Ich habe das, sollte man an für sich nicht, die haben dann auch Rundschreiben gemacht. Ja, und ich habe es aber dann trotzdem gemacht, weil ich bin immer da, wo meine Bilder sind. Da ist übrigens dieses Bild entstanden auch. Und auch dieses, da sind einige, die eben so aus zwei Teilen zusammengebaut sind. Das ist ja auf Fabrics teilweise und auf Drop Close. Drop Close, das ist, was die Maler dann eben nehmen zum Schützen der Fußböden. Und das habe ich immer, und habe die Rahmen selber gebaut und dann das alles so zusammengebastelt. Und das habe ich dann irgendwann alles verschifft. Es ist also immer noch der Originalrahmen. Aber New York war schon einfach dieses Atelier. Dann der Kontakt zu den anderen Künstlern, dadurch, dass die alle in einem Haus waren. Das war natürlich auch einfach super. Und natürlich die Stadt. Also ich meine, so eine Galerien, wie es da gab, also da hat man ja wirklich nur Bauklötzer gestaunt. Diese Dimensionen, also big, big, big. Ja, und ich habe auch in New York habe ich auch ausgestellt. Also die machen immer, das gab dann immer so eine Öffnung vom PS1, die Öffnung der Ateliers, zweimal im Jahr. Und am 1. April war ich dann halt dran. Und da ist dann eine Völkerwanderung, die da durchlatscht. Unter anderem auch Andy Warhol. Der kam dann mit seinem Gefährten, hat dann einmal so klick, klick, klick mit dem Fotoapparat gemacht und dann ist er wieder raus. Ja, aber da hat man wirklich ganz viele Leute kennengelernt. Den schwedischen Kulturattaché. Also der hat uns dann auch nach Hause eingeladen. Also man hat da wirklich zum ersten Mal einfach mal
Kontakte irgendwie geknüpft. Und darüber ist, über den Tag ist dann auch die Ausstellung bei der Gallery Kartenberg gelaufen. Da habe ich dann mit einer schwarzen Frau ausgestellt. Also da ist, es war eine kleine Galerie, aber ja, immerhin, also waren die großen, ist man nicht reingekommen. Na, Berlin war immer meine kleine Insel, klein und kuschelig. Das hatte ja auch was, hatte auch was. Also ich war wirklich nur orientiert an raus aus Berlin, möglichst weit weg. Und ich bin auch gar nicht so viel, klar, erstens, man ist auch mit dem Auto, also ich hatte ja dann damals auch einen VW-Bus, aber dann bin ich dann, also man hat so alles gemacht, was war, gut war. Und dann, das war natürlich ganz praktisch in London, dann den ganzen Krempel da wieder eingepackt werden. Ja, aber ich bin jetzt irgendwie nicht, also irgendwo mal als Kind bin ich dann mit den Eltern, klar, dann sind wir dann irgendwie gerne in die Berge oder so fahren und dann immer durch die DDR dann durch, und das ging mir schon alles ganz schön auf den Keks. Weil, aber das Thema stellte sich in den 80er Jahren gar nicht. Also weil, wie gesagt, wenn ich dann hier war, dann war ich wirklich in Berlin, seitdem ich hatte irgendwie eine Ausstellung. Dann, das lief bei mir nur über die Ausstellung. Ich hatte dann nach New York, hatte ich bei Fahnemann ausgestellt. Der rief dann in New York an: Wenn du zurückkommst, kannst du einen Ausschlag machen. Ja, dann ging das plötzlich. Und dann war auch Presse, Art Magazin, Kulturforum. Und dann habe ich eine Ausstellung gemacht in Düsseldorf. Und dann hatte ich Frankfurt am Main und Göttingen, Kunstvereine. Also das lief dann irgendwie alles, das lief im Grunde alles mehr oder weniger nach New York. Und dann nochmal ein Atelierstipendium im Künstlerhaus Bethanien. Das war ja auch nochmal ganz gut, weil man da auch nochmal den Kontakt zu den anderen Künstlern hatte. Und ja, und nach New York. In New York ist dann schon die Idee entsprungen, ich will irgendwann mal nach Afrika. Bloß, da gibt es ja kein Stipendium, das war mir ja auch klar. Aber ich dachte, das will ich unbedingt machen. Aber das dauert dann alles ein bisschen länger. Diese ganzen Jobs, die ich vorher hatte, so Volkshochschule und Knastarbeit und das Abenteuerspielplatz, überall diese, wo ich gearbeitet habe, das habe ich nach New York alles aufgegeben. Nach New York habe ich gedacht, das ist jetzt mein, wo ich sage, jetzt oder nie. Jetzt will ich von meiner Kunst leben, also von der Malerei leben, nicht von den Lehrtätigkeiten. Und das hat dann auch funktioniert. Und dann bin ich, 86 bin ich nach Afrika gegangen, nach Tansania. Gab es auch noch mal ein bisschen Rangel mit dem Typen, der da gerade am Goethe-Institut, man wollte ja auch irgendwie sehen, wo bleibt man dann da. Ich wollte ja nicht Tansania bereisen, ich wollte da arbeiten. Und der hatte mir dann, nach langem Hin und Her, hat er mir dann den großen Saal zugesprochen in Dar es Salaam, wo ich dann die großen Bilder malen konnte. Und dann war ein glücklicher Zufall, aber wieder über privat, habe ich da bei einem Ehepaar, also bei einer Familie gewohnt. Die haben gesagt, kannst bei uns wohnen. Das lief also wirklich ganz, also von den Kontakten her ganz, ganz super. Und konnte da gut arbeiten. Und ja, das war... Ich habe zwar die größte Angst meines Lebens ausgestanden in Afrika, aber es war gute Arbeit. Dann bin ich wieder nach Berlin, 86, ja, und dann bin ich 87, bin ich dann schon, da hat mich dann, ach, dann habe ich in Stuttgart, habe ich dann den Galeristen, in Berlin hatte ich dann auch mehrere Galerien,
Café Mora ausgestellt und da habe ich dann den Galeristen Bischoff kennengelernt und der hat mich gefragt, ob ich denn nicht eine Ausstellung in Chicago machen möchte. Dachte ich auch, Chicago ist ja auch nicht schlecht. Und hab dann aber so auch nochmal so die Bedingungen gemacht, habe gesagt, also wenn ich da die Ausstellung mache, dann würde ich nur also kommen und dann da aber auch ein Vierteljahr bleiben wollen. Sonst da nur da ein paar Sachen da hinbammeln, da habe ich nicht so eine Lust zu. Und dann hat der Artdirektor, der Oskar Friedel, der hat dann sich darum gekümmert, dass ich ein Atelier bekomme. Ich habe da ein Bildhaueratelier, die waren gerade irgendwo auf Hawaii arbeiten. Und dann habe ich da das Atelier übernommen mit großem Hund. Und das war 800 Quadratmeter groß. Ich meine, gut, da standen die ganzen Maschinen, aber das war natürlich war super. Also, und die Zusammenarbeit mit dem Oskar Friedel, die lief einfach toll. Der hat mir eben einfach unheimlich viel geholfen. Also, mich mit Leuten bekannt gemacht und mir die Keilraben mit seiner Schrottkarre ins Atelier gekarrt. Und also, da bin ich richtig gut aufgehoben gewesen. Dann habe ich da auch wirklich sehr, sehr gut arbeiten können. Da hatte ich einfach. Das macht schon noch mal was aus, wenn man so unterstützt wird vom Galeristen, dass man weiß, da hat man eine Galerie, man weiß, wo die Bilder dann auch irgendwie hinkommen. Man malt eben nicht nur für den Keller oder fürs Lager, sondern die Bilder, die ich jetzt male, die wurden dann ein halbes Jahr später noch mal in einer Einzelausstellung mit Katalog. Hab dann da auch Kunsthistoriker kennengelernt, mit denen diskutiert, habe Vorträge im Chicago Institute, Art Institute gehalten und so und da auch Künstler kennengelernt. Und dann kam der Bruch, dann kam die Wende. Das war ja praktisch, also dadurch, dass ich so viel unterwegs war, immer hin und her, ich bin aus allen. Ich habe dann das endlich geschafft nach Chicago, weil ich dann, also da war dann für mich eine ganz klare Entscheidung, ich bleibe in Berlin, weil man ja immer irgendwie so ein bisschen geliebäugelt hat, ach Mensch, vielleicht doch mal in einer anderen Stadt leben oder so, weil das, also Fetting hat in New York gelebt, Salome, da dachte ich, Menschenskinder, ob ich das auch noch irgendwie packe und so, oder vielleicht Chicago. Und, ja, aber da war dann für mich, weil ich ganz kurzfristig endlich aus meinem Flughafen-Straßenatelier raus. Hätte sowieso rausgemusst. Ich habe ein Atelier gekriegt in der Greinauer Straße, endlich mal ein größeres Atelier. Das war schon positiv. Klar, ich hatte ja auch meine Verwandten drüben. Wir haben uns natürlich dann gleich erstmal gesehen und das fand ich schon auch toll. Muss ich schon sagen. Also es hat mich auch alles sehr, sehr gerührt, muss ich sagen. Doch, 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 das war. Und dann, das plötzlich, das hat sich alles so, das war alles so ein bisschen schleichend irgendwie. Also die Öffnung war wie ein Hammerschlag, wie eine Bombe schlug das ein. Und alles andere, das kam dann irgendwie. Also ich habe, wie gesagt, in der Greinau das Atelier gehabt und das war ja also Wilmersdorf-Schöneberg, da die Ecke. Und das war Wahnsinn. Also die Heerscharen, die da auf einen da so reinfielen und das war schon erstmal, man erstmal schon mal so ein bisschen geschluckt hat und naja, und dann haben sich eben viele eben gleich erstmal im Ostteil sind umgezogen in den Ostteil und haben da dann Ateliers sich dann gemietet. Ja, und ich hatte ja nun gerade erstmal dieses da
dachte ich, kann ich nicht gleich jetzt, ich habe gedacht, nee, ich suche mir jetzt hier nichts Neues. Also erstmal wollte ich ja dann da bleiben. Aber als ich dann schon merkte, wohin der Hase lief, also das, also bei der ersten Mieterhöhung habe ich ja noch, ging es ja dann noch, aber dann nachher, dann dachte ich, nee, das geht nicht. Weil also ich fluche ja schon manchmal, dachte ich, diese Vielmalerei, weil hätte ich bloß nicht so viel gemalt. Andererseits ist es auch schön, man kann aus so einem Fundus schöpfen, wenn jetzt irgendwie auch in Museen irgendwie Ausstellungen oder ich habe letztes Jahr in Riga auch im Museum mit ausgestellt. Naja, dann konnte man da einfach ein Bild wollte, war vom Sammler und ein Bild war von mir. Man kann das, weil ich die Bilder ja zum großen Teil auch habe. Also ich habe zwar auch einiges verkauft, aber ich war dann, also nach der Wende war das Business sowas von im Keller. Da lief nichts mehr. Nichts mehr. Ich hatte das dann hier noch gekauft von dem ganzen Geld, was ich da verdient hatte. Dann dachte ich, so, jetzt geht's los. Wa? Dachte man ja immer irgendwie, jetzt haut's mal so richtig rein, jetzt bist du. Und dann ging das wirklich nach hinten los. Es war nichts mehr. Es lief keine Galerie mehr, kein Sammler. Und dann dachte ich, meine Güte, jetzt sitzt du hier mit den ganzen Architekten. Da lief auch, es hat dann zwar da einer mal ein Bild gekauft, aber die Museen oder Kunstvereine, die haben alle, das ging nur noch wirklich um die Ostkünstler. Kann ich ja auch verstehen, die wollten ja auch mal ein bisschen ran, aber man war wirklich weg vom Fenster. Und dann kam ja auch die mit der Kunstrichtung, dann war die konzeptionelle Kunst war angesagt. Also immer, wenn man dann irgendwie mal wieder auf leichten Tapsen mal so in so eine Galerie reingegangen ist und mal, ich bin Malerin, malen mit Pinsel. Ach, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also ich konnte machen, was ich wollte. Da lief gar nichts. Also die Kunst hat sich geändert, die Generation hat sich geändert, es hat sich alles geändert. Ja, und ehe man sich dann versah, dachte man so, jetzt läuft gar nichts mehr. Und man musste sich immer wirklich. Und dann habe ich endlich mal ein paar Galerien gefunden in der Torstraße. Der hat zwei Ausstellungen nach mir wieder dicht gemacht. Ich bin von einer Sackgasse in der anderen gelandet. Dann hatte ich in Dahlem eine Galerie. Die ist an Krebs verstorben. Das war eine so nette Frau, mit der, wo ich dachte, ah, ist ein toller Austausch. Ich weiß nicht, was da noch alles irgendwie. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Von einer Sackgasse in die andere, als wenn sich. Ich habe kein Bein mehr auf rein bekommen. Und das hat sich dann irgendwann, hat sich das dann wieder, irgendwann war so eine kleine Auflösung. Da habe ich dann, also war ich dann, ich dachte, es nützt jetzt auch nichts, nur aufzugeben. Man muss dranbleiben. So anstrengend es ist wirklich anstrengend. Also man hat dann auch die Leute irgendwie, man hat sie, auch meine Künstlerkollegen, die hat man ja nicht mehr getroffen. Die hatten dann schon gar keinen Bock mehr, irgendwo zur Eröffnung oder zu gehen. Ich habe das aber dann trotzdem weitergemacht und dann hat sich das tatsächlich irgendwann wieder aufgelöst, dass ich dann irgendwie wieder ausgestellt habe. Und Kontakte, ich habe dann hab gedacht, also das bildete sich dann in Potsdam, der Kunstverein. Das war, die hatte die Renate Griesebach gemacht und das war auch, die kannte ich eben auch schon 30, über 30 Jahre. Die hatte damals auch diese Empfehlung gegeben von der Berlin-Symphonie, dass das Berlin-Museum das ankauft. Die hatte mal da im Berlin-Museum gearbeitet.
Und dann habe ich gedacht, also wenn die jetzt den Kunstverein macht, da gehe ich jetzt rein, da unterstütze ich das jetzt mit meiner Mitgliedschaft und auch Zusammenarbeit. Und da fing das dann wieder irgendwie so langsam an, wo ich dann dachte, naja, und dann nicht nur Potsdam, dann gehe ich jetzt auch noch mal auf die Spur irgendwie in Berlin. Da hat sich das dann alles so ein bisschen wieder entschärft. Obwohl ich mir jedes Mal immer sage, weniger, weniger, weniger. Und was ich auch mache, ich gehe ganz viel immer noch mal durch diese Werkverzeichnis, durch das Werkverzeichnis durch, wo ich dann sage, das weg. Entweder übermalen oder abspannen. Aber manchmal ist es ist eben auch so wahnsinnig schwierig. Ich habe neulich ein Bild hochgebracht. Da war allerdings auch ein ganz, ganz schlechtes Foto in der Registratur. Dann stand das Bild hier, dachte ich, also übermalen geht gar nicht. Geht gar nicht. Und abspannen. Und dann kam der Ralf und der hat ein Interview gemacht. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja an für sich ein super Hintergrundbild. Und zwar ein Bild mit lauter schwarzen Köpfen. Die kreisen dann so um mich rum. Da dachte ich, jetzt kann ich an für sich auch nicht machen. Weil es gibt eben auch aus den 80er Jahren Bilder, die ich übermalt habe, wo es ein bisschen dann doch geschmerzt hat, wo ich dachte, als Zeitdokument wäre es allemal noch irgendwie ganz gut gewesen. Also darum bin ich, aber man muss wirklich, man muss sehr präzise immer das wieder durchgehen und sagen, was schmeißt man raus? Man will ja, was will man, was jetzt in die Öffentlichkeit kommt oder so. Also ich fühle mich nach wie vor hier an diesem Ort ganz gut aufgehoben, muss ich sagen. Es hat halt immer noch, obwohl jetzt schon alles so ein bisschen zugebrettert ist, aber es hat noch so eine Lebendigkeit. Ich merke das immer, wenn ich mal irgendwelche Leute irgendwo anders besuche, also in Wilmersdorf oder also Steglitz finde ich ganz furchtbar. Also wo ich dann denke, ach nee, also hier das wäre nicht so mein Ding. Und hier hat man wirklich, hier prallt so alles aufeinander. Ich finde die Situation, auch dass ich jetzt hier im Hinterhof bin, finde ich am Anfang, vor 25 Jahren, dachte ich auch, die anderen, die gucken alle so schön auf die Spree, dachte ich, jetzt, das finde ich aber inzwischen ganz, ganz gut. Das ist so ein kleiner Rückzug auch. Weil wenn ich abends um 10 nochmal mit dem Hund Gassi gehe und dann den Spätkauf und dann die Tonnen von Kids mir entgegenkommen oder dann drüben, wie nennt sie, Kater Holzig, also gehe ich auch schon manchmal rüber. Man hat wirklich so alles und die Museen sind fußläufig, das finde ich auch ganz schön. Also hier, das ist wirklich so ein, es ist ja auch, dass es sich hier so viel bündelt. Also da auf der Brücke, Mitte auf der Brücke ist ja schon Friedrichshain, da an der anderen Ecke Adelbert ist Kreuzberg. Das finde ich irgendwie nach wie vor, doch muss ich sagen, spannend, dass sich hier irgendwie so alles irgendwie so trifft, dass ich wünsche mir natürlich schon, dass die Investoren da ein paar bessere Häuser hinbauen. Das fände ich schon. Denn es ist einfach schade, wenn dieser Bezirk, wo so viel Potenzial ist, also wo so viel Neues entstehen kann, nicht einfach auch mal ein paar tolle Häuser entstehen, sondern nicht immer nur so eine ollen Zweckbauten oder irgendwelche doofen Hinterhöfe. Das fände ich wirklich absolut schade. Dann vergibt man sich was. Denn das ist wirklich hier eine ganz lebendige Szene, alleine vor allen Dingen
mit dem Kraftwerk da. Das ist ja einfach, das ist ja auch super angenommen. Also nicht nur von der Musik, da sind die Ausstellungsräume. Ich war da neulich auch. Also das ist einfach toll, das Potenzial. Und dann fließt noch die Spree dazwischen. Das ist doch auch ganz schön. Neulich hat mich nämlich war ich gerade Gassi mit der Resi. Da sagt doch einer, ach, das ist ja hier wie Klein Venedig. Ja, also es gibt so nette, nette Ecken, also am Märkischen Museum da, das Deckshaus, das Schiff und das finde ich einfach, das finde ich in einer anderen Ecke irgendwie nicht so. Also, und hier hat man wirklich so alles irgendwie. Das finde ich super.